Warum? Warum passiert das die ganze Zeit? Moin und willkommen zum Finale der Formel 1 Saison mit Renault. Und nun die schnellste Quali-Runde. Komm schon, ein bisschen Windschatten noch mitnehmen. Ja, ist eine gute Runde. P11 ist okay. Ja, viel weiter nach vorne geht's kaum, ne? Ja, ich glaube, ich nehme die Position einfach und einen frischen Reifensatz. Soft fürs Rennen. Ich musste mich gerade nochmal kurz entmuten. Ich hoffe, dass ich nicht die ganze Zeit aufgenommen habe im Quali, ohne irgendwas zu sagen. Am Ende ist es P12 geworden. Wir haben übrigens 5-mal in dieser Saison die schnellste Runde geholt. 2-mal wahrscheinlich, weil nach dem DNF so simuliert wurde, dass keiner mehr die schnellste Runde gefahren ist. Aber hey, 37 Punkte Rückstand zu Hamilton, 22 Punkte Vorsprung zu Verstappen. Heißt also, wir müssen im Prinzip nur noch ein paar Pünktchen holen und Verstappen kann auf jeden Fall nicht mehr den Vizetitel uns streitig machen. Deswegen werde ich auch maximal pushen, maximal Angriff machen und heute ist es mir mal egal, dass ich sonst der Gentleman-Driver bin. Heute werden wir einfach überholen, wo es nur geht. Ja, wir haben das drittstärkste Auto aktuell, gleich auf mit Mercedes, würde ich sagen. Red Bull ist ein bisschen voraus, hat ein bisschen weiterentwickelt von Mexiko aus. Und jetzt gucken wir mal, wie das WM-Finale läuft. Es wird keine Regeländerungen geben, glaube ich zumindest. Vielleicht kann bis Abu Dhabi, wenn das hätte stattfinden sollen, noch was passieren. Aber jetzt gibt es erstmal ein wunderschönes Rennen mit einer tollen Strategie. Ja, ich finde es ein bisschen amüsant, dass ich hier Soft-Hard angezeigt bekomme. Ich habe es auch gerade schon versucht. Soft-Medium darf ich nicht auswählen. Nö, darf ich wirklich nicht auswählen. Auch wenn es an für sich von der Rundenzahl ja easy klappen würde. Was ist denn mit dem Spiel los? Fahren wir Soft Medium. Auf geht's. Und dann am Ende machen wir für eine Runde nochmal einen Stopp. Warte mal. Ja gut, ich kann halt nicht sehen, wie schnell das wäre. Wobei, nach 40 Minuten, 15 Sekunden wären wir da. Ja, es hält sich, glaube ich, die Waage mit der 2-Stopp, oder? Wollen wir dann die 2-Stopp eventuell fahren? Die ist 3 Sekunden langsamer. Kann ich bei angreifen. Gucken wir mal, entscheiden wir mal auf das Rennens. Rainer. OP7? Moin Lenz. Moin Sepp. Ihr wisst schon, dass ich ein bisschen Wut im Bauch habe, ne? Ich bin das vorletzte Rennen jetzt vor ungefähr 2 Stündchen gefahren. Dazwischen bin ich noch das Uncut-Rennen gefahren. Hashtag Werbung. Dave Gaming Uncut gerne auch abonnieren. Da läuft noch parallel eine Fahrerkarriere. Und ja, da ist auch was Komisches passiert. Eieiei, in Österreich. Schaut's euch an. Weirdes Rennen. So, und jetzt haben wir gerade P3 und P6 als Renault-Team. Alpine, weiteres Renault-Fahrzeug so gesehen auf P5, auch nicht schlecht. Ja, und jetzt Gasly, mach mal Platz bitte. Dürfte ja aus dem Alpha Tauri-Sitz schon gewohnt sein. Zur Abfahrt. Dieses Moving under Braking, dass sie im letzten Moment nochmal ein bisschen nach innen ziehen, ey. Eieiei. Karma, dass wir uns berührt haben. Hoffentlich ist mein Frontspoiler dadurch nicht beschädigt.
Jawohl, schnellste Rennrunde. Weiter so. Bin ich eventuell nah genug dran an Charles Leclerc fürs Überholmanöver? Er könnte fast passen. Ja, ich habe ja gesagt, ich werde aggressiver fahren, heißt aber nicht, dass ich es wirklich immer überall versuche. Aber außenrum können wir uns mal probieren. Sehr schön. So, bin dran an Alonso. Sorry, Fernando, ich fahre hier natürlich die Ideallinie, damit ich schnell an Lewis rankomme. In deiner Position wäre es klüger, dass du dich eventuell kurz überholen lässt und dann dich mitziehen lässt, aber... So kommst du nicht so wirklich mit. Wobei, ja, doch schon. Hoffentlich kommen wir näher an Alonso, an Hamilton und Perez. Okay, ich tue mich gerade ein bisschen schwer, denen vorne zu folgen. Das Ding ist, die Vorderreifen überhitzen extrem stark. Vorne rechts allgemein und vorne links habe ich gerade auch schon mal zum Überhitzen bekommen, jetzt wo ich ein bisschen rechts die Reifen schone und links mehr pushe. Okay, bis hierhin habe ich Zeit verloren. Jetzt habe ich eine halbe Sekunde wieder gut gemacht. 1,8er Bereich fahren wäre super. Weiter so. Sekunden. Ich habe wieder ein bisschen Zeit gut gemacht. Alonso kommt näher. Und das, obwohl ich die Reifen teilweise immer noch zum Überhitzen bringe. Das Problem da Nummer 1 ist Verbremsen. Insbesondere im zweiten Sektor kann man sich sehr leicht verbremsen. Mal gucken, ob ich hier euch demonstrieren kann, wie man es entweder richtig oder wie man es falsch macht. Also eins von beidem werdet ihr gleich sehen. 104 Grad vorne rechts, da muss man halt sehr vorsichtig sein. Bisschen weit rausgekommen. Ja, und hier verbremse ich mich schon. Da seht ihr 120 Grad Außentemperatur. Jetzt sind wir bei 107 Grad Oberflächentemperatur, jetzt nicht verbremsen. Muss ich von der Bremse gehen, bisschen komme ich da weit raus und hier untersteuert das Auto dann wieder ein bisschen. Ja, geht so, 109 Grad. Halt überhaupt nicht gut, was die Zeit zu Perez angeht. Okay. Ich hole halt auf der Geraden wieder ein bisschen auf. 2,2 Sekunden, also pace-technisch okay. Charles Leclerc geht an die Box, aber natürlich, was den Reifenzustand angeht, nicht gut. Aber wir kommen ganz gut wieder näher. Also 1,7 zu Hamilton, 2,0 zu Perez. Gut. Jetzt nicht weit rausgekommen, nicht verbremst, und da seht ihr es, keine 120 Grad außen. 2 Grad weniger Kerntemperatur hier, minimal verbremst hier. Immer noch etwa 105, wahrscheinlich gleich 106. Und 107 statt 109, das ist schon mal besser, und direkt auf 106 runter. Also es ist ein Riesenunterschied, wenn du halt ein bisschen es hinbekommst mit den Bremsen. Und wir sind bei 1,8 Sekunden Abstand zu Perez, also der hat sich seine Reifen wohl mehr verglüht. Vorne links ist nicht ganz so schlimm, was die Überhitzung angeht. So, weiter. Bald im DRS-Fenster von Hamilton. So, ich würde eigentlich auch jetzt gerne in diese Runde reingehen, aber Alonso geht rein, okay. Dann bleibe ich noch eine Runde draußen. Sergio Perez 1,4 Sekunden vorne noch.
So, dann muss ich jetzt eine schnelle Inlap machen. Let's go. Boah, in dieser entscheidenden Runde bin ich bei 405 Grad gewesen. Das war eine richtig gute Runde. Jetzt habe ich gerade so noch über eine Sekunde Rückstand zu Perez und Verkehr, glaube ich, bei Hamilton und Alonso. Und damit sind wir bei einer sehr guten Position. Hamilton muss sich da durch Alpines durchfräsen. Alonso ebenfalls. Oder sind es Williams? Keine Ahnung. Mittlerweile sind alle Autos blau. Auch wir haben ein bisschen blau. Und Sergio Perez. Ja, ein bisschen hat das Team bei uns gewartet, dass der da vorbeizieht und ein bisschen noch extra Abstand hat, weil sonst unsafe release, wenn das Auto schon seit 14 Minuten vorbei ist. So, Alonso ebenfalls auf Medium-Reifen hat den Undercut jetzt geschafft. Alright, schauen wir mal, wie es weitergeht. Hamilton und Perez fighten da vorne, sehr schön. Eröffnet die Chance, dass Alonso und ich aufschließen. Oh, die beiden fighten immer noch. Heieieiei. Cool. Kann sogar Pierre Gasly nochmal angreifen, tatsächlich. Nimm das! Das ist mein Red Bull Cockpit! So, hallo Fernando. Fahr mal schneller, Digi. Muss hier vorbei. Das gibt exceeded track limits? Okay. Oh, Perez wieder vorbei an Hamilton. Crazy. So, mal gucken, ob ich ein aggressives Manöver jetzt gegen Gasly noch hinbekomme. Nee, Fernando, lass mal. Ich muss hier vorne bleiben. Ich habe bessere Chancen, hier anzugreifen als du. So, Pierre Gasly. Jetzt zieh ab, Kollege. Du fährst jetzt 2-Stop und es ist das große Schwestern-Team hier, gegen das du gerade fightest. 7/10 zu Hamilton. Auf geht's. So, Lewis Hamilton. Boah, der fährt ein bisschen langsam gerade. Gleich mal ein Exempel statuieren für die nächste Saison. Ein kleines Zeichen setzen. Auf geht's. Da wurde es kurz leicht. Jawohl, Digi. Ciao, Kumpel. Und wir sind dran an Sergio Perez. Geht eventuell schon auf Startziel etwas? Will auch mal ein Überholmanöver auf Startziel haben eigentlich. Boah, da hat er gut geblockt innen. So, nächste Chance. Ich will halt nur nicht nochmal nach dem Senna es überholen. Ah, da hätte ich meine Nase nicht reinhalten müssen.
Okay, scheint keinen Flügelschaden zu geben. So, Dele, schauen wir nochmal, wie es in dieser Runde jetzt aussieht. Ja, es geht gegen Red Bull ja noch ein bisschen um was, deswegen muss ich irgendwie vielleicht sogar versuchen, dass Alonso und ich ein Doppelpodium hier holen. Lewis ist auch dran. Es geht um die Konstrukteursmeisterschaft gegen Red Bull. Müssen wir nochmal ordentlich punkten. Alonso mittlerweile jetzt wieder mit DRS, sehr schön. Ja, du kannst auch gerne pitten, Mate, aber mich nicht. Und ich würde auch empfehlen, dass wir Alonso nicht pitten, Diggi. Schade, jetzt wollte ich Hamilton vorbeilotsen an Sergio Perez. Hat nicht so geklappt, aber Alonso ist gut dran. Mal gucken, ob da noch was geht. Ich glaube, ich kann mich jetzt nicht loslösen hier von denen. Ja, Perez ist jetzt nah genug dran, um zu kontern, glaube ich. Hab zwar viele RS, aber das hilft nicht, denn der hat jetzt gleich DRS. So, 2,5 Zehntel jetzt der Abstand. Fahr auch ruhig außen, Mate. Schön. Boah, und da kommt Hamilton. Doch nicht vorbei. Eieieiei, knappe Kiste. Da wird richtig gefightet und jetzt hat Perez gleich keinen Windschatten mehr. Halleluja, das war knapp. Ja, Perez sehr nah dran. Hamilton verliert da Zeit zu Perez. Ich frage mich, woran das genau liegt. Fernando ist näher an Hamilton dran, als Hamilton an Perez. So, Überrundung und... Wow, Mazepin stellt sich echt klug an sogar. Cool. Unerwartet. Gerade nach dem letzten Rennen der Fahrerkarriere. Und jetzt müssen wir wieder Perez hier abblocken. Eieiei, ich fahre zu weit raus. Perez nah genug dran, um jetzt nochmal eine Attacke zu setzen. Boah, er lässt mich halt so halb wieder... Guck mal, der macht den Platz, aber dann macht er mittendrin zu. Das war gemein, Sergio. Eieieiei, ich dachte erst, er lässt mir den Platz. Smart gemacht von ihm. Aber das gibt's gleich zurück. Hallo Sergio. Erinnerst du dich an diese Gerade und an die erste Kurve hier? Also wie war das nochmal? Du fährst außen an. Okay. Ja, er will es verhindern. Aber gut, in Kurve 4 kann man es theoretisch auch wiederholen. Also, wie war das nochmal, Sergio? Erklär mir das nochmal. Du fährst außen an. Und dann fährst du hier relativ lang so, dass du mir den Platz lässt. Und dann am Ende ziehst du zu, oder wie? Ach so war das, okay. Keine Ahnung, ob er überhaupt zu wenig Platz hat oder nicht, aber... Der Kampf geht weiter. Eieiei, ich kann mich ja auch nicht lösen von den Jungs. Also es wird, glaube ich, bis zur letzten erbitterten Fight geben hier in der Top 4. Die Haas-Überrundung kommt jetzt gelegen. Nein!
Don't! Da ist doch der DRS-Messpunkt, fahr doch... Nein! Oh. Okay, gelbe Flagge, okay, ja gut. Er ist nur zu langsam geworden. Und Sergio Perez probiert's jetzt. Don't do it, Sergio. Noch 4 Runden. Und auch hier kann es Perez nicht schaffen. Ja, jetzt noch 4 Runden, ihr Lieben. Und Perez ist dran. Ärgerlich. Nein, Leute, come on, bitte nicht. Nein. Wir können nicht wirklich eine 30% Ausfallquote haben, Leute. Don't. Alter, Leute, ihr macht mich echt fertig. Okay, warum bin ich aber so weit hinten jetzt gegen Sergio? Warum ist er eine Sekunde weg? Ich habe das Gefühl, dass mir Leistung fehlt. Dass die Leistungsannahme komisch ist. Ich habe keine Power mehr, Leute! Warum? Warum passiert das die ganze Zeit? Ja, das Auto fährt sich komplett wie Mist gerade. Warum hat der Motor so einen heftigen Effekt auf die Fahrweise des Autos? Letzte Runde, jetzt ist Charles Leclerc auch noch direkt dran und das Ärgerlichste ist, dass wir in der KWM es echt schwer haben werden jetzt. Also, keine Ahnung, wie es in der KWM jetzt aussieht. Red Bull könnte uns besiegen. Ja, er ist gerade 2 Sekunden pro Runden schneller. Zufälligerweise, weil ich Motorprobleme habe, Jeff. Meine Güte, ey, was ist mit dem Team los? Was? Wir haben überall die Zuverlässigkeits-Upgrades und das Auto ist... unzuverlässig. Come on, ich muss jetzt vorne bleiben. Das ganze ERS angespart für jetzt. Der Ferrari ist viel zu schnell. Komm schon, nein! Ich habe am Ende nochmal mich verschaltet, der hätte mich sowieso bekommen. Ach Mann, ey. Es ist so belastend leider. Also am Ende hatten wir leider ein fettes Motorenproblem. Und ja, da ging nicht viel mehr und Verstappen, Red Bull hat am Ende keine Punkte zu uns verloren, ey. 14 Punkte Vorsprung, also mal ganz kurz hochgerechnet, würde ich 15 Punkte mehr holen, würden sowohl Perez als auch Alonso 3 Punkte weniger holen, hätte ich den Sieg geholt. Ach, dann hätten wir wenigstens noch Red Bull besiegt in der Konstrukteursmeisterschaft. Ja, wir sehen uns im Hauptquartier wieder, ihr Lieben. Dieses Finale kannst du dir nicht ausdenken, so oder so ähnlich werde ich den Folgentitel machen, weil es ist halt legit so ein Finale. Das kannst du dir nicht ausdenken, ey.
Meine Güte. Ja, wir investieren gleich nochmal unsere Ressourcenpunkte. Ich weiß schon, wo rein. Mhm. Und ja, dann hoffen wir mal, dass es in der nächsten Season klappt. Das ist so ärgerlich, weil rein punktetechnisch, also was das rein Fahrerische angeht, selbst mit den mit dem Motorschaden in Spa hätte es eigentlich noch geklappt. Aber hey, ist halt so, ne? Okay. Okay, das machen wir noch fertig. Ansonsten, wir haben 9 Millionen. Ja, ich muss auf jeden Fall noch Alonso halten, ne? Das, Sooner or later, you'll probably be asked by the media who you consider to be your rival. Das könnte ein bisschen eng werden, deswegen gucken wir mal. While you will receive a claim for beating them, you'll lose a claim if you fail to do so. Okay, jetzt geht's schon um die nächste Season, also Control Electrics und die Internal Combustion Engine. Ja, da müssen wir nochmal ein Upgrade machen, ehe wir das verbessern können. Ja, ansonsten MGUK Reliability. Achso, okay. Hä? Achso, ich habe ja schon 2 Upgrades aktuell am Laufen. Okay, okay. Machen wir gleich. So. Energy Store kommt safe durch. Sehr gut. So, das könnte man gleich machen. Mache ich nach der Vertragsverlängerung, ne? Und dann machen wir noch. Eigentlich etwas bei der Aero, was ich gerade noch machen kann. Ja, 1225 Punkte. Let's go. Okay, ganz kurz. Durability, machen wir noch was. 1023. Ja, Getriebeschäden können eigentlich auch noch passieren, aber so häufig ist es bis jetzt noch nicht vorgekommen, ne? Machen wir trotzdem mal. So, natürlich gehen wir nochmal auf unseren Teamkollegen zu. Ich habe keine Ahnung, wie man den Fokus erhöhen soll, ne, by the way. Ich habe keine Ahnung. Ich habe es mehrfach versucht irgendwie, aber Fernando ist enttäuscht. Oder nicht motiviert oder keine Ahnung, was das Problem ist. So, Presseinterview werden wir skippen. Ansonsten ja, machen wir das Fabrication Upgrade dann nochmal. Und ich würde sagen, beim nächsten Mal sind wir richtig rich, ihr Lieben. Dann schließen wir die Saison ab. Guck mal, das ist so geil. Einerseits erinnert dich das Spiel daran immer wieder, dass so ein Fahrer, unterschrieben werden muss, unter Vertrag genommen werden muss. Andererseits sagt dir der Chris auch, ey, du hast viel Geld. Im Sinne von, gib's doch aus. Das ist total weird. Aber wie auch immer, nächstes Mal geben wir nochmal richtig viel Geld aus. Dann geht's in die neue Season. Es war eine spaßige Season. Es war allerdings auch eine sehr frustrierende Saison, weil ja, wenn man so will, wir hatten die Chance, um den WM-Titel mitzukämpfen, obwohl das Auto eigentlich in den ersten 3 bis 4 Rennen nicht hätte siegfähig sein dürfen. Ab Rennen 4, 5 höchstens, frühestens, war es wirklich konkurrenzfähig. Mercedes und Red Bull haben, by the way, weiterentwickelt. Das ist belastend, aber letzte Season war der Abstand größer. Also, wenn man mal da drauf schaut, Moment, Progress History. Ja, also wir haben zum ersten Rennen das 5. stärkste Auto gehabt. Knapp vor Alpine und dadurch, dass wir keine Aero hatten, waren wir ziemlich weit hinterher. Ja, beim nächsten Mal geht's aber quasi in die neue Season rein. Da machen wir sowas wie den Rennkalender. Der wird sich nicht groß ändern. Das ist jetzt der Rennkalender, den ich größtenteils einfach mitnehme. Oder vielleicht 1:1 so mitnehme. Mal schauen. Und danach, ja, werden wir auch nochmal ordentlich in die Hauptquartiere und Co. investieren. Für euch, ihr Lieben, vielen, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne Daumen nach oben, ja, gerne ein Abo raus. Und beim nächsten Mal wieder dabei sein und hoffentlich ohne Motorschäden die nächste Saison oder ohne 2,5. Ciao.